Hallo, Freunde der Nacht, da bin ich, euer Sadu mit einer neuen I Folge will Warhammer end you. 40k Kaoske Demon Hunters. Wer hat uns jetzt hier in die Anmoderation reingequatscht? Einer von unseren Quay Knights? Die liegen doch eigentlich schon wieder alle am Boden. Nein, natürlich nicht. Eine mittelschwere Mission, die uns aber trotzdem ganz schön fordert. Irgendwie alles total unterschätzt hier, ehrlich gesagt. Spielen aber auch nicht mit unserer, oder kämpfen nicht mit unserer stärksten Truppe. Nach wie vor das absolut nervig. Hier diese AOE-Fähigkeit von diesem Blütenwuchs total nervig. Und ihr seht, es sieht schwierig aus. Aber, Yes, tja, Commander. Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Wir sind mit unserem Interceptor hier schon dran und hacken auch weiter auf den Gegner ein. Und können ihn jetzt im Chaos machen. What is your will? Hier müssen wir nachladen, nützt alles nichts. Weapon rearmed. Wir stehen halt wunderbar auf dem Präsentierteller hier. Bewegen uns Affirmative. lieber mal noch ein Stück zur Seite. Wir werden auch mit Streuschuss reinschießen, Your aber command. ihn hier erstmal, ja, wenn wir ihn halt zur Seite ziehen, dann kann er halt nicht mehr zuschlagen. Unleash me. Ich mag diese Waffe überhaupt nicht. Ich habe das auch verwechselt. Ich dachte, das wäre die Waffe, die besonders stark gegen Einzelziele ist. Aber das ist die Waffe, nee. Seht ihr das? Die Streuung ist halt so unfassbar groß. Kai. Müssen ihn wegbewegen. Your orders? Dann geht's. What is your will? Your command. Jetzt kann er die Waffe einsetzen. Braucht halt vier Munition für so einen Angriff. Finde ich komplett übertrieben. Also die Waffe müssen wir dem unbedingt dann wegnehmen. Die kommt komplett raus aus unserem Arsenal. Medikus Schädel einsetzen. Können wir ihn nochmal heilen? Und dann müssen wir uns selbst heilen. Gratitude. Haben sogar noch einen Medikus-Schädel. Was haben wir hier für einen Debuff drauf? Humpeln und verseucht. Heil dich erstmal selber. Komm. Wir kommen bis hin. Oh, es überlebt halt. Mit einem einzigen Hitpunkt. What is your window command? Munition fehlt natürlich. Wir heilen ihn mal lieber, nicht dass er der Nächste ist, der in die Knie geht. My wrath is restored, brother. Dann bleibt uns im Grunde nur noch übrig, ja, auf den großen Blütenwuchs hier einzuklopfen.
At once. Kommt schon die nächste Patrouille. This is our arms. Man darf halt nicht vergessen, unser bester Mann, der Brugator, ist am Boden mit den 4 AP. Und die Drohne geht mir so auf den Zeiger. Solchen Ausbreiter. Das ist schön, dass sie nicht auf unsere nahen Leute geschossen hat. Oh, die Blütenzweige ignorieren Rüstung. Klasse. Noch ein Warpriss. Die meinen es aber gut mit uns hier in dieser mittelschweren Mission. Ich drehe am Sender. Yes, Commander. Den müssen wir nachladen. Armed and ready. Wir sehen die Blüten. Doch, wir sehen die, oder? Ne, wir sehen die nicht, weil die von dem großen Blütenwuchs verdeckt wird. Wir heben uns den erstmal noch auf. Kai. Und legen jetzt hier erstmal mit ihm los. Your end is near. Plus 2 Schaden. Sehr schön. Überlebt es halt. Also auch wenn wir Psi-Angriff machen, meine ich. It is finished. Ja. Wir müssen uns Schlachtfeldmedizin geben, weil die Drohne ballert wieder auf uns ein. Und wir müssen uns auch zur Seite bewegen. Aber eigentlich müssen wir auch das Teil da vernichten. Wir probieren es einfach. Kann einer von euch noch mit drauf schießen? I strike true. Nö. Es überlebt mit einem HP. Mal bitte den Rest. Dann gehst du. Wir müssen die Leute halt ein Stück auseinanderziehen. Dahin. Und heilst dich mal bitte nochmal. Der nächste Kassenpatient. Krass. Was ist das für ein... Der hat Granaten. Oh, der nächste down. Schön. Der Gegner kriegt Verstärkung. 4 Nahkämpfer. Back in action, Commander. Der eine Pugado ist zurück, der andere ist down. Wir müssen uns hier schleunigst zurückziehen. Also hier aus diesem AOE-Bereich. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir die Patrouille dann nicht pullen. Wissen wir es, wenn wir uns hier... Da haben sie uns den Weg abgeschnitten mit dem Verseuchungszeug.
Das Problem ist halt, hier sind drei Gegner, hier kommen vier Gegner und hier oben ist noch eine Patrouille. Wo das eine mittelschwere Mission ist, frage ich mich gerade. Ihr euch, glaube ich, auch, oder? Klar, es sind keine. Wir haben jetzt hier nicht unsere Elite-Truppe, aber das kann es ja trotzdem nicht sein, dass wir so in Bedrängnis geraten, oder? Also wir müssen die hier kommen lassen wegen der Patrouille. Mit denen können wir uns nicht auch noch anlegen. Im Grunde genommen, also die Position ist halt richtig bescheiden. Am liebsten würde ich mich zu der Drohne teleportieren, bloß das Problem ist, wir sehen die Drohne halt nicht mal. My blade is yours. Er kriegt automatisch Schaden, weil er hier durch die Verseuchung durchlaufen muss. Und wenn wir ihn da unten hin bewegen, war es das wahrscheinlich für ihn. Also wenn er nochmal down geht, war es das, dann kommt er gar nicht mehr wieder. Das macht die KI clever, muss man auch so sagen. Sie machen Schaden, ziehen sich zurück, gehen in komplette Deckung und wir sind gezwungen, den hinterher zu hetzen. Ja, wir sind wirklich gezwungen, den hinterher zu hetzen. Das hat keinen Sinn. Wir können jetzt hier oben nicht rumpimmeln. Die Drohne nimmt uns auseinander. Wir müssen die Drohne unbedingt klar kriegen. Auch sehr schön, dass wir sie halt immer noch nicht sehen. Das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Die kann doch nicht komplett weg sein. Ich weiß. Sie hat diese Fähigkeit aktiviert, dass sie dann auf uns runterstürzt. Deshalb sehen wir sie nicht. Und dann kümmern wir uns in aller Ruhe um den hier erstmal. Feuer frei. Deswegen können wir es dann sehen. Ihn teleportieren wir uns hier hin. Greifen ihn an. Es reicht wieder nicht wegen einem einzigen Schadenspunkt. Down. Slaughtered. Mit ihm müssen wir uns wegbewegen. Da ist die kleine Drohne. Die schon einen Schaden an uns angerichtet hat. Das ist Wahnsinn. Verseucht uns auch nochmal. Auch so ein Ding. Zwei Leute, die AOE-Schaden haben, plus die Drohne, die AOE-Schaden hat. Your command. Die ist wieder komplett out of range, die Drohne. Unleash me.
Wir müssen aber hoch. Es nützt alles nichts. Können sie nicht gewähren lassen. Reloaded. Ich sag nichts dazu. Out of range halt. Wir haben es versucht. Der kommt, glaube ich, nächste Runde wieder, ja. It will be done. Onward, brothers. Schlachtfeldmedizin. Der hat 3 Lebenspunkte, der hat auch 3. Die Seuche zieht uns 2 ab. Ja. Also einer wird down gehen von den 2. Wir geben die Heilung mal ihm. Gratitude. Weil wir haben ohnehin nicht mehr genügend Willenspunkte, um da noch mehr Heilung rauszuholen. Dann bitte nachladen. Dann heißt's Feuer frei. Komplett hinter Deckung, oder? What is your will? Den holen wir vor, ein Stück vor uns. We bring death. Und die Deckung fliegt automatisch auch noch mit weg. Ja. Aber wir haben den jetzt aus dem Sichtfeld von dem Apothekarius geschossen. Stimmt's? Oder? Nee, doch nicht. Sehr schön. Das wird auch wieder so knapp. Fall. Mit Psi-Angriff kann man füllen. Enemy down! Blessed are our arms! Was macht die Drohne? Bitte nicht auf unseren Apothekarius schießen. Nein, sie schießt auf dem Interceptor. Pain is beneath me. Warpwurke kommt. Noch eine Verstärkung. Einer deiner Ritter leidet 3 Züge lang unter Humpeln. My watch is ceaseless. What is your will? Gutes Feld, auf jeden Fall. Brothers, I have marked our target. Einer hat widerstanden. Aber es ist nur einer. Hier können wir jetzt voll durchziehen. Mit psionischer Sturm. For the Emperor. Geladen. Streuschuss. Ach so, das verbraucht sämtliche Munition. Aha, aha, aha. Also könnten wir vorher auch nochmal normal schießen. Aber wozu soll das gut sein? Ja gut, um den hier noch ein bisschen runterzubringen. Opening fire. Und jetzt mit Streuschuss.
Das reicht noch nicht ganz, um den zu killen da oben. Aber trotzdem. Target acquired. Schönes Ding. I must rearm. Naja, du musst nachladen. Aber du musst ohnehin dieses Auferstehungsemblem da platt machen. Er muss sich eine Heilung geben. Komm nicht ganz an den ran. Mit einem Psi-Bolt würdest du ihn gekillt kriegen, aber du hast nur 0 WP-Punkte. Keine Munition mehr. Hier hin teleportieren, ihn angreifen. Und dann kann der uns aber ordentlich zusetzen. Ja, es nützt alles nichts. Hat er ein Auferstehungsemblem? Nee. In an instant. We are the hammer. Ja, sie am Griff. Ah, ich hätte müssen nachgucken, ob der dieses Auferstehungsemblem hat. Er hat's. Oh, hat er es oder hat er es nicht? Ich glaube nein, da hat man Glück. Da kommt die Drohne wieder. Schön weit auseinanderziehen die Leute. On my way. Weapon rearmed. Nachladen. Und sie gebührend empfangen. Ja, das ist halt auch so ein Nachteil dieser Waffe, dass sie keinen Überwachungsschuss hat. As ordered. Brauchst du keine Aegis machen. Machst du gar nichts. Your orders. Der Pugator und der Apothekarius. It will be done. Geh mal bitte dahin. Ja, Überwachung. Securing position. Der Pugator geht dahin. As you will. Komm mal runter. Zug beenden. Sie heilt sich. Ich hasse die KI. Ausgerechnet auf. Ja, ist aber clever. Aber was die Drohne halt aushält, ja. Sie kommt runtergeschossen, sie wird von 3 Leuten beschossen, sie heilt sich hoch und killt noch einen. Und ist immer noch nicht tot. OMG. Wir geben den Kill den Apothekarius. Der braucht die WP. Da ist eine Patrouille und da ist noch eine Patrouille.
Es kann auch dumm ausgehen. Wir werden uns aber... Am liebsten würde ich die umgehen, Leute, ehrlich. Das wird so schon knapp. Hier oben wird es auch nochmal eine Patrouille geben. Ja, und die umgehen und hier oben außen rumlaufen. Wir versuchen es. Weil wir sind hier... Wir krauchen auf dem Zahnfleisch. Schaut es euch an. Wir sind nur noch zu dritt. Alle schwerst verwundet. Da geht nicht wirklich mehr viel. Yes, sir. We strive. Es ist ärgerlich gewesen, dass er jetzt draufgegangen ist, der eine Bugardo, dass er komplett weg ist. War vorgekommen. Oh, mehr Verstärkung. Ich hatte mich schon gefreut, dass es nur noch eine Verstärkung ist. Jetzt haben sie noch nicht Verstärkung mehr. As you will. Sind wir nicht hier oben gestartet? Könnte sein, ne? Ist da noch, da drüben. At once. Passt auf, gleich kommt hier eine Patrouille. Aye, ich hoffe es nicht. Ah, war das eine Patrouille? Nee, gut. Sehr gut. As ordered. Und es war eine Patrouille. We strive. Yes, Commander. Your orders. Unleash me. Komplett im Eimer, Mann. Yes, Commander. Your orders? As ordered. Also nichts für ungut, aber das ist keine mittelschwere Mission hier. Das ist eine schwere Mission. In meinen Augen. Ich habe keine Ahnung, wie wir die zwei hier platt machen sollen. Das ist auch noch ein Fleischmäher im Hintergrund. Der müsste eigentlich als erstes niedergerungen werden. Schade, dass es sowas wie einen Rückzugknopf nicht gibt. Na gut, ist halt... Ich wollte schon sagen, Imperator Rom, wie ich darauf komme, keine Ahnung. Ist halt Warhammer 40k, da gibt es halt keinen Rückzug. Die werden uns eiskalt niedermähen. Auch noch der gute Bukato ist down gegangen. Wir können Schaden machen an dem da hinten, aber der Rest, wir müssten mit den Interceptor reinspringen. Der Fleischmäher muss weg, da gibt's gar nichts. Wir könnten auch mit dem jetzt schon hinspringen, so nah es geht. Ja, kommen wir. Ich hoffe, hier unten pullen wir keine andere Patrouille noch. With alacrity. Da sind wir dran. Central. Hä? Der hat noch eine
Schlachtfeldmedizin? Ich dachte, der hätte nur einen WP. Wo hatten wir jetzt die zweite, den zweiten WP-Punkt her? Und dann hätten wir dem noch eine Heilung mitgeben können. Scheibenkleister. Genau deswegen dahin teleportiert. Yes, come on. Advancing. So knapp die Reichweite. Seht ihr's? It will be done. Unleash me. Schuss haben wir mit ihm sogar. Yes, Commander. Jetzt gönnen wir uns die Saaten. Seed extracted. Kai. Wir werden wahrscheinlich damit angreifen müssen. Jetzt nix. Emperor! Guide my hand! Destabilisieren, 4 extra Schaden. Sowas wollen wir doch sehen. Das ist Mist. Da hab ich's nicht genau durchgelesen. Dass es den nach hinten weghaut. Das ist halt richtig Mist. So ist er jetzt außerhalb der Reichweite. The orders? Von unserem Bugatto gelandet. Was für ein Müll. Your command. Ja. Nicht mehr in Reichweite. Ich dreh durch, ey. Ja, dann legen wir uns mit dem an. Obwohl es halt überhaupt keinen Sinn macht. Die Rüstung füllt sich ja wieder auf. Still, kein Betäuben, ignorieren. Stille auf ihn, mal gucken. Vielleicht bringt's ja was. My focus fails me. Geben uns eine Heilung. I must meditate. 2 Schuss hat er noch. Wir laden mal nach. Und hoffen, dass der Interceptor irgendwie überlebt. Blüte steigt auf 90. Wir überleben mit einem Lebenspunkt. Gibt uns jetzt die Chance, den hier komplett unter Feuer zu nehmen. Der muss weg. I am his will. Feuert aus allen Rohren. Is wounded. Ihr wisst, er hat da noch Selbstzerstörung. Unleash me. Er hat nichts mehr, um sich zu teleportieren. Und wenn wir den anklicken, dann schießt er los. Hatte der schon eine kritische Wunde, ne?
wenn ich das richtig sehe, wir müssen uns die Fähigkeit von dem nochmal durchlesen. Okay, Rüstungsdurchdringung hat er. Fleischmäher. Stimmt in einer Reichweite von 5 in eine Richtung und füge allen Zielen 4 Schaden zu. Ich verstehe nicht ganz, warum wir jetzt hier, wenn wir uns bewegen, warum der losballert. Aber das ist anscheinend die Fähigkeit von dem. I am here to serve. Wir kriegen den aus der Entfernung nicht gekillt, weil die Rüstung ist wieder da. Wir haben uns halt selbst... Ich hätte mir das durchlesen müssen, genauer durchlesen, was die Fähigkeit verursacht. Ich habe nur dieses plus 4 Schaden gesehen und schnell draufgeklickt. Aber dass er den dann halt aus der Reichweite unserer Truppe schnipst, habe ich leider nicht gelesen. Da war ich zu vorschnell, Freunde der Nacht. Und wir werden das jetzt ja auch erstmal beenden, die Folge. Däumchen nach oben nicht vergessen. Schmeißt was in die Kommentarleiste. Und rechts oben und rechts unten gibt es wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich tierisch freuen. Bis dahin, bye bye. Euer Sadum.